Oh. Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir einen Hähnchendöner nach. Einen schnellen, schönen Hähnchendöner. Ganz unkompliziert. Wie einfach und wie schnell das geht, das zeige ich euch wie immer. Da unten bei mir in der Küche. Für unseren schnellen Hähnchendöner brauchen wir erstmal alles, was auf so einen Döner draufkommt. Tzatziki, Salat, Gurke, Tomate, Zwiebeln schon klein geschnitten. Ein schönes Fladenbrötchen hier. Natürlich unsere Hähnchen- oder Hühnerbrust, Öl und unsere Gewürzmischung. Die Gewürzmischung hier, die besteht aus 3 Teelöffel Paprika, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Pfeffer, eine Messerspitze 1/4 Teelöffel Kreuzkümmel, Teelöffel Oregano und Teelöffel Basilikum. Auf geht's! Machen wir uns an die Hähnchenbrust. Und um die ein bisschen dönermäßig zu kriegen, schneiden wir die uns ganz flach runter, so dass wir schöne, flache, dünne Streifen haben. So in diesem Format. Ja, wunderbar. Das mache ich jetzt zu Ende. Bis gleich. Nur mal zwischendurch, wenn einige zu lang sind. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt die auch so halbieren. Das macht überhaupt nichts. Wie ihr möchtet. Hauptsache nicht zu dick. So, ich habe jetzt 500 Gramm Hähnchenbrust geschnitten. Die kommen jetzt so in eine Kumme rein hier. Wunderbar. In die Kumme kommt jetzt ein bisschen Öl, Pflanzenöl, etwa 2 bis 3 Esslöffel. Und unser gesamtes Gewürz. 3 Teelöffel Paprikapulver, Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Pfeffer, 1/4 Teelöffel Kreuzkümmel, Teelöffel Oregano, Teelöffel Basilikum. Rein damit. Und dann Patschehändchen nehmen, natürlich gewaschen. Und das Ganze schön vermischen. Oh, das riecht gut. Fantastisch. Spitzenmäßig. Und das Ganze jetzt schön durchkneten. So, und wenn wir fertig sind mit Kneten, so 1-2 Minuten, eben zur Seite stellen, 10 Minuten ziehen lassen. Meine Pfanne heiß, wie ihr seht, Stufe 5 von 6 diesmal, weil wir möchten, dass das Hähnchenfleisch, was relativ dünn ist, sich schnell scharf anbrät. Und da ist auch genug Öl drin, da brauchen wir kein zusätzliches Öl. Rein damit und verteilen. Und wenn es liegt, auch kurz liegen lassen, damit es Röstaromen kriegt. Und nach einer Minute dann ruhig mal wenden. Ah, wunderbar hier. Zu sehen, dass uns nichts mehr anlächelt, was noch roh ist, dass alle Seiten auch mal die Pfanne berühren. Zack. Und dann auch wieder eine Minute schön ziehen lassen. Beziehungsweise braten lassen. So, zum Schluss nochmal das Ganze wenden, dass wir uns sicher sind, dass das Fleisch auch überall ein bisschen von den Röstaromen abkriegt. Nochmal 30 Sekunden liegen lassen, sodass wir das Fleisch insgesamt, wenn ich es gleich nochmal gewendet habe, 4 bis 5 Minuten in der Pfanne hatten. Mehr brauche ich nicht. So, das war es auch schon. Fertig. Wunderbar. So soll es aussehen. Dann wollen wir uns mal an den Döner machen. Fangen wir an, unseren Hähnchendöner zu machen. Dafür erstmal unser Brot aufschneiden bis kurz vor Schluss. Unseren selbstgemachten Tzatziki nehmen. Das Brot ein bisschen mit Tzatziki verschönern. Jetzt Salat. Wie es sich gehört. Wunderbar. Ein paar Tomaten. Gurken, Zwiebeln und zum Schluss hier, oh, guckt euch das an, unseren Hähnchendöner, schön rein damit.
Zack. Das Ganze noch richtig stopfen hier. Und dann einmal zusammenklappen. Batz. Und fertig ist unser wunderbarer, selbstgemachter Hähnchendünner. Guckt euch das an. Na, wer fährt denn da freiwillig noch an die Bude? Also wirklich ein Traum von Hähnchendöner. Und leider kann ich den nicht so durchreichen, so, sondern muss ich den probieren. Und dann mache ich das. Und es nützt ja nichts. Es ist ja alles im Sinne der Wissenschaft, der Forschung und des guten Geschmacks. So gehört sich ein Döner. Oh, saftig. Toll gewürzt. Tzatziki dabei. Ich will nicht länger reden, ich will essen. Tschüss, ciao, Marco vom Ehrlichen Essen. Teilen, liken, kommentieren, gefällt mir. Ciao. Geil. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute gibt es etwas. Ja, das ist. Du Wahnsager. Tag, der Marco, heute gibt es beim Ehrlichen. Das war. Was habe ich denn jetzt gemacht? Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir einen Hähnchendöner. Einen schönen, schnellen Hähnchendöner. Direkt im Brötchen drin. Mit Tzatziki, Kraut nicht. Ha! Die Gewürzmischung besteht aus 3 Teelöffel Paprika und einer Fliege. Geh weg!